Florence Schelling, jetzt ist eine Playoff-Reise doch schnell fertig gegangen. Gleich für den SC Bern. Wie sieht Ihre Gefühlswelt jetzt aktuell aus? Ja, es ist natürlich sehr enttäuschend, dass es jetzt so schnell fertig ist. Wir haben bis am Schluss gekämpft. Es hat gerade noch in den letzten paar Sekunden hat's noch so ausgesehen, als würden wir den Ausgleich schaffen. Aber leider ist es jetzt zu Ende gegangen. Jetzt ist auch der Moment, natürlich dann langsam eine Saison zu reflektieren. Die erste Saison als Sportchefin. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Pandemie gehabt. Wir haben eine schwierige Phase für den SC Bern. Gleich aber auch Göpsieg und Pre-Playoffs. Kann man das überhaupt alles schon ordnen? Und was nehmen wir aus dieser Saison raus? Es ist also effektiv so. Es ist unglaublich viel passiert diese Saison. Es hat Ups und Downs gehabt. Es ist ja, ich glaube, eine Saison wie keine andere gewesen und darum auch jetzt gerade schwierig, so kurz nach dem Spiel können, das Fazit davon ziehen. Und wenn jetzt die nächste Saison könnte ausmalen, wie würde die aussehen aus Ihrer Sicht? Hoffentlich pandemiefrei. Und was gönnt sich Florence Schelling jetzt nach dieser Saison? Ja, jetzt gilt es zuerst, die Saison abzuschliessen, sicher noch sehr viele Gespräche führen und Analysen machen und dann hoffentlich haben wir ein paar Tage frei. Okay, danke vielmals. Merci vielmals.